Es geht auf und ab für St. Pauli in der ersten Liga. Als krasse Außenseiter haben sie immerhin an den ersten 6 Spieltagen 4 Punkte gesammelt. Den ersten Sieg erzielten sie auswärts beim SC Freiburg. Und der nächste Auswärtsgegner heißt jetzt Borussia Dortmund. Das ist schon, glaube ich, ein Highlight. Freitagabendspiel. Sie in der Pressekonferenz, glaube ich, in Dortmund war es von einem magischen Nächten immer zu reden oder zu hören. Von daher wird es interessant. Wir freuen uns absolut drauf auf einen Top-Gegner, wo man natürlich dann auch eine absolute 100%ige Performance brauchen, um da was zu holen. Einer der schnellsten im Team von St. Pauli ist Scott Banks. Mit 2 Toren im Testspiel gegen Hannover hofft er jetzt auf seinen ersten Startelf-Einsatz gegen Borussia Dortmund. Yeah, it's exciting. Es ist aufregend, es ist immer aufregend, solche Chancen zu bekommen. Aber es ist nicht gut, wenn ich mir vor dem Spiel zu viele Gedanken mache. Ich möchte einfach nur so gut wie möglich trainieren und dann schauen, was kommt. Gegen den Aufsteiger will der BVB unbedingt den 4. Sieg holen. Vor über 80.000 Fans wird es nicht leicht für St. Pauli. Rund 8.000 aus Hamburg reisen mit. Wenn sie 3-4-3 spielen, dann haben sie eine gute Chance. Ich tippe 2-1 für St. Pauli. 1-0 für Pauli. Im eigenen Stadion hat der BVB an einem Freitagabend seit 20 Jahren nicht verloren. Übermorgen um 20:30 Uhr hat St. Pauli die Chance, diese Serie zu brechen.